raus und färben das nochmal ein bisschen mit dem Blau von dem Skull hier so ganz leicht ein, damit das nicht so zu hart weiß ist. Wir machen hier noch so ein bisschen das Leuchten raus aus der Tür. Und zwar das nehme ich das mittlere Orange hier drinnen. Das gefällt mir ganz gut. Vielleicht auch hinten noch so ein bisschen das Rot, ganz rot. Muss ich aber mal schauen, dann muss ich das zuerst vorlegen. Und vielleicht noch aus den Fenstern so ein kleines bisschen hier oben raus, dass es so ein bisschen rausscheint. Ich habe ja letztes Mal extra gewartet mit dem Kratzen und Radieren, weil das ja noch so nass war. Und ich festgestellt habe, einen Tag später funktioniert das für mich viel, viel besser. Ich habe jetzt heute mal so ein kleines bisschen rumgeguckt und ein bisschen rumgekratzt, ja. Und mit dem, hier mit meinem schönen Faber-Castell Radierer, mit der schönen roten Seite, die ist ein bisschen weicher. Schöner ein paar Verläufe gemacht, aber an vielen Stellen habe ich so sachte gesprüht, dass ich sofort auf dem weißen Grund drunter bin. Und das ist ziemlich scheiße, deswegen habe ich wieder aufgehört. Jetzt bin ich jetzt hier wieder an. Ach, das müsste Norm sein. Servus, Norm. Ich überlege mal, wie ich deinen Namen richtig ausspreche, aber ich mache es definitiv falsch. Deswegen habe ich gerade ganz, ganz gespannt drauf geguckt. Nee, ich sage einfach nur Norm. Hundertprozentig falsch. Ja, mal wieder im Stream relativ spontan, weil ich gerade Zeit habe und es passt. Dann habe ich mir gedacht, dann scheiß doch die Wand an, dann gehe ich einfach online. Ja, ob ein paar dazukommen oder nicht, ist dann, ja, ist halt so, aber es stört mich auch nicht. Ich bin ja schon immer froh, wenn der eine oder andere da noch vorbeischaut. Aber jetzt habe ich die Zeit, mache ich es halt. Und wie gesagt, das hat mich heute so angelacht. Und genau, Lichtschein aus den Fenstern. Mit dem Radieren, Kratzen halte ich mich hier zurück, weil das so empfindlich ist. Hier gerade in den ganz hellen Bereichen, da bin ich so minimal rein. Und das war so schnell auf dem weißen Papier wieder unten. Da habe ich mir gedacht, so, na, ungeil. Weil dann muss ich mit Schwarz wieder anfangen, da reinzuschaffen, damit das nicht so extrem aussieht. Und das ist so eine never-ending story. Deswegen habe ich mir gedacht, nee. Zoom ich mal ein bisschen ran. Wir machen mal hier noch ein bisschen die Kante vom Scanning. Scully and Mulder. Das waren noch Serien damals. Die hat man noch gerne geguckt. Und zwar will ich hier noch so eine hellere Kante rumrum haben, damit das sich nochmal vom Hintergrund besser absetzt und dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Dynamik gibt. Dafür nehme ich jetzt aber mal die dunkle Seite hier. Und also das Ding ist jetzt, ich mache das relativ hell oder will relativ weit runtergehen und dann das Ganze nochmal mit dem Blau einfärben, damit das nochmal ein bisschen geiler aussieht. Das mache ich jetzt erstmal, bevor ich die Gun in die Hand nehme. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Montag, guten Start und könnt jetzt gechillt daheim abhängen, bis auf der Hardy, der glaubt, der hat Hartschicht. Der hat Spätschicht. Hardy sei auch gegrüßt. Ich weiß, du hockst jetzt auf der Arbeit, denkst dir so eine Scheiße. Aber kannst dir das ja danach wieder angucken. Ja, auf jeden Fall machen wir hier schön die Kante ein bisschen nebenher. Ein bisschen nebenher was machen. So. Ja, da habe ich mir heute schon gedacht, was geht da ab auf Discord, hey? Erst der Danny haut sein Bild raus, dann haut der Hardy das andere Bild raus. Ich dachte mir, spinnt ihr alle, ihr seid ja verrückt, hey. Richtig geil. Das finde ich so cool an dem ganzen Discord-Gelumpe. Da sieht man immer jeden Tag immer was Neues. Da geht mal hier mal ein bisschen was, da mal ein bisschen was. Das ist sehr, sehr cool. Ja, alles gut, Montag halt. Ja, ich kann es verstehen. Das ist immer. Ja. Da hört sich der Freitag immer gleich viel, viel besser an. Aber da kann man sich ja schon drauf freuen. So, ich nehme jetzt hier mal so ein bisschen den Radierlümmel. Und mache auch das Blaue von vorher mal so ein bisschen runter. Aber nur ganz leicht. Damit das nachher noch einen schöneren Verlauf hat.
Ich mag das ja gar nicht so im Nachhinein mit dem Radierer quasi zu malen. Jetzt bleibt mir jetzt erstmal bei dem Bild nichts anderes übrig, aber nach wie vor immer noch nicht meins. Gerade bei solchen Geschichten. Ach. Aber gut. Kriegen wir auch hin. Werden wir überleben. Oder ich. Oh, und dann machen wir mal irgendwann wieder mal was schön auf meine Art. Wobei, wie gesagt, das nächste, was ich machen will, ist ja der Goblin. Der ist auch nochmal auf dem Synthetikpapier und der sieht eigentlich auch ganz geil aus. Der hat irgendwie so eine coole Optik und den will ich halt monochrom machen. Das heißt, einfarbig bemalen. Oder nur mit einem Farbton. Das heißt, ich mache den mit einem Gelbgrün aus transparenten Tönen. Schaffen mal nur mit transparenten Tönen, weil der Markus Koch bei uns hier in der Community. Er ist übrigens ein ganz cooler Typ. Der macht das, der hat das schon öfters gemacht, fand ich immer sehr cool. Ich glaube, der Bass Matthias macht der auch gerne mit so einfarbigen Sachen ganz viel und das finde ich recht cool. Das will ich auf jeden Fall machen. Noch so ein Porträt, wie der Hardy gemacht hat. So was Ähnliches halt nur mit einem rein schwarz und das werde ich auch mal noch probieren. Geile La Katrina wäre mal Hammer. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das ist. Ich glaube, so eine Toten, also so eine, ach, wie heißt sie ja? Auch so eine, ach, so eine Skallenmaske da bei den Mexikanern oder bei diesem Totenfest, oder? Irgendwie sowas schwirrt da in meinem Kopf, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Lass mich mal gerne korrigieren, Harvey. Gerne. Ich bin mir da nämlich nicht mehr so sicher. Richtig. Red Points. 10 Points go to Dave. Yeah. So, hier hinten nur noch so ein bisschen. Ja, da hinten lässt sich die Scheiße schon mal wieder radieren, Alter. Wie so der letzte Affe. Da wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen Farbverlauf reinmachen, aber es geht schwierig, weil die Farbe hier schon sehr lange drauf ist. Also ein bisschen noch. Noch voll geil. Noch voll am Abrubbeln. Da. Ja, wäre ganz cool. Könnte ich mir auch mal überlegen. Da mal was Passendes rauszusuchen. Ja, noch habe ich dafür ja Zeit. Den Goblin habe ich ja noch eine Weile dann auch noch dran. Wobei, wenn ich den versaue, ist der relativ schnell fertig. Das wird dann auch nicht lange dauern. Ich mag den Goblin irgendwie voll. Finde ich irgendwie cool. Sieht wahrscheinlich wieder nicht vom Licht. Ja, man sieht ihn mal natürlich wieder nicht. Aber er ist relativ, hier sieht es ein bisschen. Aber er ist relativ klein. Und dann noch monochrom, dann das natürlich, musst du natürlich mega aufpassen. Ja, mit dem Malen. Dass du, wenn dir dann nicht zu viel Farbe gibst, dann ist er irgendwann, damit machst du natürlich die Tiefe. Und dann ist halt dabei rum. Dann wird's spannend. So, beim Feinradieren wird es ja ein bisschen problematisch hier. Problematisch. Hier mal den Glasradierer hier. Dem können wir ja schöne Kanten machen. Bisschen besser. Ein bisschen präziser. Machen wir hier unten noch ein bisschen was. Und nochmal vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, ob der Markus noch immer anwesend ist oder nicht. Der Herr Koch hier, der hat mich schon wieder finanziell supportet. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Das finde ich sehr, sehr cool. Vielen Dank.
wenn ihr da Bock habt, hier im Discord, sage ich schon, hier im Twitch gibt es unten einen Donate-Button, da könnt ihr das gerne machen, wenn ihr mir da mal was zukommen lassen wollt oder nicht. Da sollte hier im Livestream auch irgendwas abfeuern. Ich weiß nicht mal, ob es funktioniert. Ich hoffe irgendwie. Und ansonsten gerne über PayPal, wie sonst auch immer. Aber vielen lieben Dank. Das fand ich wieder sehr, sehr cool. Hat mich wieder gefreut, Mensch. Ah, so. Jetzt haben wir hier schön das hell, das hell. Hier so ein bisschen die Außenkante. Das gibt dem Ganzen nochmal irgendwie, finde ich, noch mehr. Wenn wir das jetzt nachher mit dem Hellblau nochmal ganz dezent einnebeln, damit das nochmal so ein bisschen bläulicher wird, damit das nicht ganz so krass ist. Also das sieht jetzt schon aus, als wäre es voll angeleuchtet und hier ist ja nachher alles orange, dann sieht das vielleicht nicht ganz so sinnig aus, deswegen färben wir das nochmal ein bisschen ein. Bin da mal auf dem Klo. Sehr geil. Ja, vielen lieben Dank, Markus. Ihr seid schon spitze. Dann mache ich jetzt die Nase auch noch mit, weil die so erhaben ist. Dann ziehe ich bei der jetzt auch noch mal so einen kleinen, hellen, weißen Streich durch. So eine richtige Strichernase. Ach, da muss ich Skalpell nehmen, das ist so fein. Mit dem anderen komme ich da jetzt nicht so hin. Ja, oh ja, super. Dafür haben wir doch das Skalpelli. Ah, hier passt das eigentlich ganz geil. Ah, das sieht nachher schon besser aus. Wir haben hier nochmal eine leichte Lichtkante. Da nochmal ein bisschen, hier nochmal ein bisschen. Dort und dort. Überall nochmal so ein kleines bisschen was. Kann ich mit dem Skalpell hier nochmal schön in die Außenlinie nochmal ein bisschen klarer ziehen, wie mit dem Glasradierer und so. Ist nochmal ein bisschen sinniger. Sinniger. Hauptitzeli. Der ist ja mal rumdreckt, Alter. Direkt hier irgendeinen Scheiß drauf. Muss jetzt aufpassen, mit dem Fingernagel rubbel ich mir hier gleich die Hälfte runter. Dann runterrubbeln. Ja, vielleicht hier unten noch so ein bisschen. Ich mache noch so ein bisschen die Zähne, weil, warum mache ich das vor allem auch? Ich könnte jetzt hier, weil ich mit rein schwarz gearbeitet habe, noch die Kante ein bisschen nachfahren. Habe ich hier unten auch gemacht. Man sieht es jetzt nicht ganz so viel, weil ich es nicht hier drauf habe. Aber hier die Kante zum Beispiel hinten, die wirkt vom Abmaskieren ein bisschen arg unschön. Und mit dem Kratzen breche ich da die Kante nochmal ein bisschen und dann sieht das für mich nochmal ein bisschen schöner aus. Deswegen mache ich da auch nochmal ein bisschen was. Mal so ein kleines bisschen. Hier unten habe ich die helle Kante schon gemacht, man sieht es jetzt natürlich nicht. Da unten wird dann schon mal mit Blau eingefärbt hier. Das passt dann nämlich ganz sinnig, hat mir gut gefallen. Ey, low battery, please charge. Ich gebe dir gleich please charge. Hier muss ich mal den Sound schnell ausmachen. Den anderen schnell an. Da, 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 da. Ach, Elke, mein lieber Sonnenschein, heute auch schon da. Sehr schön. Ich habe gesehen, du warst heute auch schon kreativ. Seid ihr gerade alle völlig am Abgehen, hey. Sehr cool. Haben wir auf jeden Fall nachher mal wieder ein paar Bilder zum Angucken für das Live-Ding. Schon gesehen. Ein paar sind nämlich ja schon drin. Wie gesagt, ich wollte heute mal ein bisschen ins Geil. Vielleicht machen wir ihn heute auch fertig, weil er mir irgendwie auf den Sack geht. So halb fertig liegt er da und guckt mich an und ist traurig. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann geben wir dir mal ein bisschen was. Nachdem wir vier Wirbel eingerenkt worden. Was hast du denn gemacht, Mensch? Ein bisschen zu viel Action.
Also Wirbel einrenken habe ich bei meiner Frau die Tage auch mal gemacht. War auch recht rabiat, aber es hat gut funktioniert. So, jetzt nehmen wir mal das Candy Blau von der Schminke. Candy Blue. Das habe ich genommen für den ganzen Kopf. Nur ein Candy-Ton, der ist blau, ey. Damit machen wir das jetzt. Alte Frauen brauchen nicht viel Action. Ja. Das ist bei mir mittlerweile auch schon soweit. Es ist furchtbar. Ich habe es schon wieder in der Hüfte, das ist furchtbar. LWS ist bei mir schon wieder richtig am Schmerzen. Das kotzt mich auch schon wieder körig an. Jetzt sind wir zu voll. Ja, genau. Die Weisheiten. So, mag mal jemand schnell 5 Smileys rein spammen? Ich müsste den Bot ausgestellt haben. Ich glaube, der Norman hat es ja ganz gerne gemacht, wurde dann immer gleich ins Timeout versetzt. Das sollte jetzt nicht mehr passieren. Ich habe es mir gemerkt, ein paar Sachen gemacht. Ja, super. Einwandfrei. Keiner wird gebannt. Keiner wird rausgeschmissen vom Bot. Vom Türsteher. Perfekt. Ist das geil. So, jetzt gehen wir dem hier. Wie gesagt, wir nehmen das nochmal schön ein. Perfekt. Herzen. Ah, oh, Kabelgewirr. Damit wir das hier nochmal ein bisschen rausnehmen. Auch hier. Ein bisschen einfärben. Ja, natürlich bekommt das Fenster noch Farbe, aber ich wollte einmal noch den Rand machen, damit ich einmal die hässliche Maskierfolienrand weg habe. Hier oben habe ich das nochmal mit Schwarz nachgesprüht. Im Kiefer mache ich das unten nachher auch noch schnell, weil da ist die Kante einfach zu hässlich aus. Und damit habe ich das ein bisschen kaschiert und nachher machen wir noch die Fenster, das Leuchten und die Türen. Dann sind wir, glaube ich, soweit fast durch. Das Ding ist halt, ich habe heute, und das habe ich schon am Anfang gesagt, hier so ein bisschen rumgekratzt und so, aber teilweise habe ich das so hauchdünn aufgetragen, dass da nicht viel braucht, damit das Ganze wirklich weg ist. Und das ist echt kacke. So, das reicht schon. Eine Schrocke, kratzen nochmal. Protzen, kotzen. Ich finde jetzt, hier sieht man es gar nicht schlecht. Hier seht es eher aus so ein bisschen. Ich sehe es natürlich ein bisschen krasser. Also komische Böpple, Alter. Gut. Hier die Kante. Die sieht extrem gerade aus. Ist auch nicht ganz hundertprozentig da schwarz. Und das sieht halt einfach, das sieht nicht so geil aus. Das ist jetzt hier vorne so ein bisschen das, was mich stört. Das habe ich jetzt hier vorne einfach weggekratzt. Und dann hat das gepasst und fügt sich jetzt auch sinnig ein. Aber hier unten zum Beispiel habe ich das einfach mit Schwarz nochmal ein bisschen abgeflacht, das Ganze, damit das nicht zu sehr aufsetzt. Hier werde ich jetzt nachher nochmal schnell mit Schwarz reingehen, das nachher nochmal runternehmen, damit das einfach nicht zu extrem aussieht.
gefällt mir einfach nicht. Kann man zwar lassen und so. Manche stört das auch gar nicht, aber ich finde das halt ja auch eigentlich hier am Zahn überall so ein bisschen. Ihr seht es nicht, aber ich schon. Und das ist halt so ein bisschen. Ja, bin ich wieder kritisch ohne Ende. Selbst der größte Kritiker. Solange wir heute keine Nadeln kaputt machen, ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich habe den Befehl eingesetzt. Ausrufezeichen. Nadel. Vom Dieter Bohlen, die Nadel. Kann funktioniert hervorragend. Dann würde ich gerade sagen, bleibe ich hier gerade an dem Kollege dran und mache das schnell noch schwarz weg. Ich glaube, es ist ein neuer Rekord mit nicht geschrotteten Nadeln, aber verschreiß nicht. Verschreiß bloß nicht. Das ist immer der Klassiker. Das war es gleich, wie mit, wo ich gesagt habe, ich mache keine Spinnen, so gut wie keine Spinnenbeine mehr und 2 Sekunden später mache ich welche. Das ist auch so Klischee. Das passiert dann halt einfach. Ich habe jetzt fleißig alles abgedatet und so. Am Rechner waren heute, den musste ich übrigens auch nochmal zerlegen, Rechner. Da hat auch was nicht gepasst. Und jetzt scheint alles zu laufen, auch die Kameras und so. Ja, genau. Eine Nadel pro Video. Das wird jetzt neuer Standard. So, jetzt nehme ich nochmal ein bisschen mit Schwarz. So geil. Eine Nadel, Minimum. Auch hier ist nochmal vom Abmaskieren ein bisschen die Farbe rausgerissen. Das nehme ich jetzt mit Schwarz nochmal ein bisschen weg. Sollte vielleicht noch schnell gucken, dass auch das Blau draußen ist und das Schwarz endlich kommt. So, Dali. Nochmal schnell nachziehen, dann sieht das gleich viel, viel besser aus. Wobei besser ist relativ, es gefällt mir persönlich einfach besser. Manche mögen das gar nicht, wenn man so Ränder nachzieht, aber ich mache das immer ganz gerne. Ich sehe gerade original halt auch einfach gar nichts da unten. Ich sehe einfach nichts. Ich sprühe einfach im Nichts rum. Aber die Kante wird weicher, das reicht mir. So geil. Ja, man das fast schon repariert. Ich habe halt das ganze Bild Freihand gemalt, dann ist natürlich, ist ein klar, sind ganz viele schöne feine Striche drin, aber die Abmaskierfolie ist einfach so viel härter als alles andere in dem Bild. Und das finde ich, fällt dann mir persönlich ganz schnell auf, weil das alles Freihand ist, alles ist Freihand, alles ist, alle Linien sind Freihand gezogen, alles toll und super. Und dann habe ich einfach mega harte Kanten um den ganzen Kinn. Das sieht dann auf den ersten Blick irgendwie, wenn man guckt, nicht auf den ersten Blick, aber ich finde so auf den zweiten sieht man es dann irgendwann, dass da irgendwas ja auf jeden Fall gemacht wurde und das möchte ich, das finde ich nicht so geil. Boah, mir hat es hier echt an den Zähnen richtig auch, da hätte glaube ich nicht mehr viel gefehlt, dann wäre die Farbe ab. Das ist so richtig flaumig, ey. Ein richtig weicher Flaum. Bekanntes Gefühl, wenn ich mir die Eier kratze, glaube ich. Ungefähr so kann man das beschreiben.
oder das Internet hängt. Ja, es liegt an mir. Es liegt an mir. Jetzt muss ich kurz warten, bevor ihr gleich alles abschmiert. Internet. What's the fucking problem? Boah, das schwankt bei mir aber gerade richtig hart, ey. Dort hängt. Warum? Der Stream. Der Streami. Okay, ich mach das hier mal vollzeitig mal eins runter. Das bin ich, das bin ich. Es schwankt gerade bei mir zwischen 1000 Kilobytes und 5000 und 600 und 0. Scheiße. Ja, ich seh's. Ich weiß. Wo ist meine Maus? So. Ja, yeah, ja. Yeah. Warum haben wir das jetzt hier? Warum? Guck mal selber an meinen eigenen Stream, dann sehe ich das gleich, wie das jetzt abgeht. Oh, ist das doof. Sind wir doch gerade so produktiv und dann passt alles. Warum tust du mir das an, du dumme Sau? Kein stabiles Internet, du dumme Sau. Das Internet ist einfach scheiße. Ah, das spackt schon wieder rum hier. Das kackt schon wieder ab. Hallo Dave, du Sonnenschein. Ja, ich sehe das. Oh, ich sehe halt, die Qualität sackt ganz schnell wieder ab. Ich habe jetzt nur den Stream neu gestartet. Ich glaube, ich muss den Router neu starten. Der Rudy. Tja, das was, an dem kann ich nichts basteln, an dem scheiß Internet. Ruckelt's denn noch arg? Ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, wie extrem das ist oder nicht. Oder wie schlimm oder nicht. Ist immer noch von grün auf orange, rot, grün. Das ist ein schönes Ampelding hier. Jetzt halt mal die 5000 Kilobytes, du räudiges Viech, du räudiges. Wie ein Blinker, tut. Ach, come on, das ist doch Bullshit. Gut, wenn es nicht funktioniert, dann starte ich den Router neu. Das dauert ein paar Minuten. Sonst sind es halt nicht. Wenn es jetzt wieder richtig schlimm wird, dann schreibt ihr das einfach kurz. Dann gehe ich kurz ins Zimmer, weck meinen Sohn auf. Der erste Router, fummel den kurz aus und mach das wieder an. Ja, das geht runter auf unter 1000 wird es, glaube ich, kritisch. Aber er ist sofort wieder bei 5. Also, ach, keine Ahnung. Das ist ja voll der Käse manchmal mit dem scheiß Internet. Da erzähle ich gerade so schön von den flaumigen Eiern von mir und dann bricht einfach der Stream ab. Also irgendwas stimmt da nicht. Schlafen die Kinder weg, man nicht. Ja, wenn der wach wird, dann... Der hat gestern Nacht bitterlich geweint. Wir wussten nicht, was er hat. Er hat bitterlich geweint. Ganz schlimm. Ja. Wir reden ja hier von Ostereiern. Ja? YouTube. Auf mich zu sperren nachher, weil ich zu oft Eier sag oder so. Das sind echt Schlagwörter, die man zu oft sagt. Dann hast du wirklich verkackt.
Also das wird, YouTube wird mit mir, glaube ich, auf lange Sicht kein guter Freund. So, ich mache hier gerade noch mal ein bisschen noch mehr Volumen rein, indem ich nur so ein bisschen das Blaue wegmache. In Hoffnung, dass ich dann nicht gleich auf dem Weißen bin, aber hier bei dem Blauen geht das gut. Noch mal so ein bisschen was machen. Bullshit, ey. So, oh, Bullshit. Geht. Ja, das liegt an meinem Internet. Schuldig im Sinne der Anklage. Ich gebe zu, mein Internet, ich habe hier richtig schön Glasfaser gelegt bekommen, was richtig geil war. Und ich dann so, ja, ich will Glasfaser dann jetzt, die volle Dröhnung. Ja, aber da geht nur 100 Mbit. Sag ich, für was habe ich jetzt eine scheiß Glasfaserleitung gelegt? Krieg für 5.000 €, damit ich nur 100 Mbits krieg von den Stadtwerken. Ja, weil da irgendwie die Infrastruktur bis zu dem Kasten, die machen die jetzt nicht nur für mich alleine, aber Gott sei Dank ist das Hotel hinten, da dauert es, glaube ich, eh nicht mehr lange. Ja, da ist irgendwie noch nicht alles fertig gelegt und ach, die haben irgendeinen Blablabla-Scheiß geredet und mich da abgewürgt, weil ich gesagt habe, boah, das geht nicht, ich bin Streamer und ich muss so mit meinem String streamen, damit das so funktioniert. Das war natürlich geil, aber mei, so ist das halt. Ja, das Internet schwach, also wenn es wirklich nochmal rapide abkackt, dann sagt dir kurz Bescheid, dann werde ich einfach kurz hintere gehen, den Stecker ziehen und dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder. Aber wenn das jetzt funktioniert, dann mache ich mal das Schwarz raus. Und dann werden wir mal hier ein bisschen das Licht machen oben. Dann nehme ich euch gleich nach oben mit. Und dann muss ich gleich mal noch die ganzen Deckenlicht anmachen, alles. Das ist das Stockduster hier drin. Die Kamera muss ich auch ein Stück heller machen. Immer so das Rumgefummel. Der Fummler. Ich hab heute Blähungen wie verrückt. Oh man, was soll ich wieder für ein Tag? So, ich glaube, wir machen mir mal Musik auf die Ohren. Hier mal hier ein bisschen anderes, außer die Absauganlage dauernd höher. Dann nehme ich natürlich das Handy mit WLAN, damit ich nicht noch mehr hier an Internet ziehe. Ja, ein bisschen Radio. Komm, ein bisschen Radio. Nichts Wildes. Ich hoffe, ihr seid alle nur da. Putz und munter. Perfekt. So, Kopfhörer. Connecten. Anti-Noise-Canceling. Die besten Kopfhörer. Seit meine Kinder da sind, ist das Beste, was ich mir. Die 300 € habe ich mir gut investiert, weil meine Kleine so viel geschrien hat. Am Anfang, die war schon fast gefühlt ein Schreikind. Und dann war das richtig angenehm, die Dinger reinzuhauen, irgendwas anzumachen und einfach. Und dann so. Schlecken. Aber jetzt verbinde ich doch mal, ey. Also ich und Elektronikgeräte und so, ey, das ist ja wirklich. Oh, das ist. Hör auf. Ja, ich mache immer Musik nebenher. Über Boxen kann ich natürlich hier nicht machen, vor allem wegen YouTube nicht. Dann werden die Videos gleich geclaimed und kann ich sie nicht hochladen und so. Normalerweise lasse ich es nebenher laufen. Ich nehme tatsächlich gar nicht so gerne oder nicht so oft Kopfhörer. Weil das daran liegt, dass ich ganz oft auch beim Brushen höre, wenn sich irgendwas mit der GAN verändert. Dann höre ich das relativ schnell und dann kann ich da immer drauf reagieren. Deswegen mache ich das ganz gerne. Wenn der kleine Bastard hier sich jetzt mal endlich connecten würde, ey. Oh, leg dich heute nicht mit mir an, Handy.
Connected, danke. Ja, okay, super. Perfekt, jetzt habe ich ein bisschen Musik. So, Lele, dann machen wir mal die Fenster um. Und die cover ich gar nicht groß ab. Ich habe erst überlegt, ob ich die irgendwie abcovern soll oder so. Bei der Tür machen wir das, weil da gehe ich mit Weiß rein. Da will ich nochmal so einen richtigen Schein haben. Aber hier will ich das nicht haben. Hier möchte ich einfach nur so ein bisschen so einen leichten Schimmer raus haben. So hier, das machen wir einfach. Ist ja eh schon weiß. Dann guck mal, dass wir jetzt hier nicht unbedingt ans Mauerwerk überall voll sprühen, sondern eigentlich nur nach links. Und dann sind wir da gleich auf einen ganz vernünftigen Weg. Und da habe ich gesagt, dann nehme ich das Orange wie hier unten am Mund oder wie hier oben. Und da mische ich einfach. Ich zeige euch die Farben. Candy Flame Red und Candy Sunbeam Yellow. Das beamt dich weg. Ja. Ah, jetzt weiß ich, übrigens, wie die Leute heißen, die so komische Sachen ins Mikrofon reinschmatzen. Das ist das ASMR, glaube ich, heißt das. Das gibt es ja auch auf Twitch, wenn der scheiß Fokus kommt, ich ist ja wurscht. Da haben die, das müsst ihr hier mal bei Twitch eingeben, ASMR oder das gibt es, glaube ich, schon so eine ganze Kategorie. Dann seht ihr gleich irgendwelche Weiber und irgendwelche Kerle, die komische Mikrofone haben, die geformt sind wie eine Ohrmuschel und dann lutschen die da dran rum. Es gibt so kranken Scheiß, Alter. Ja, aber hey, jeder das, was er will, oder? Eins, zwei. Oh, jetzt muss ich aufpassen, nicht wieder lossingen hier. Oh, Baby. Zack, mal dick. Ah, Alter. Jetzt drehe ich langsam durch. Einmal kurz gucken, wie der Ton aussieht. Ich zeige euch den Ton natürlich. Das ist der Orangeton. Er sieht eigentlich ganz geil aus. Und das ist ungefähr der da. Ja, die haben das Mikrofon so hier und dann nehmen die das komplett in den Mund und schmatzen dran rum. Und dann hört sich das für dich an, als wenn die an deinem Ohr lutschen. Irgendwie da, also das ist irgendwie so Soundfetisch. Oder Schmatzfetisch oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwie so total sexbehaftet. Auch wenn sie sagen, dass es nicht ist. Es hat ja irgendwie ein ganz komischer Fetisch. Ich habe das auch nur durch Zufall auf der Plattform entdeckt. Also ja, nicht, dass ich das jeden Tag angucke. Da habe ich nur lachen müssen, wo ich es wirklich gesehen habe. So, ich brush jetzt mal oder versuche. Ich nehme mal das kleine Fenster hier oben. Da probieren wir es mal beim kleinen Fensterchen. Jetzt habe ich wieder die Problematik. Ich bin zu klein. Ah, bisschen höher sitzen. Genau. Warte, ich muss schnell mein Ohrmikrofon wegpacken. Das Brushen mache ich nur nebenher. Sonst bin ich professioneller Ohrschmatzer. Also hier oben möchte ich es eigentlich nur so ein bisschen. Dann nehme ich das Weiß von der Leinwand hier. Ihr seht es, habe ich sehr weiß gelassen. Bei der Tür machen wir das nicht, aber hier oben will ich das nicht so extrem haben. Es soll wirklich dezent sein, deswegen passt das mir so.
Ah, ich muss mal wieder tanzen gehen. Ich bin so ein begnadeter Tänzer, bin ich. Das kannst du dir nicht vorstellen. Bei mir bleibt alles stehen. Dass die Hüfte dreht sich die ganze Zeit. Das ist richtig geil. Da habe ich schon richtig tolle... habe schon viele gesagt, dass das richtig geil aussieht. Das Schlimme ist, ich war auch noch, ich glaube 4 Jahre in der Tanzschule. Weil da gab es keine Kerle, weil kein Junge in dem Alter zwischen, ich glaube, 13 und 15 oder was es war, oder 16, da wollte halt keiner in die Tanzschule gehen und tanzen. Und dann waren da halt immer nur 20 Weiber und halt 2 Kerle. Und das war immer ganz nett. Das habe ich auch nur gemacht, weil mich das Tanzen so wirklich interessiert hat, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber hier, ihr seht es, man kann mit dem Transparenten, Entschuldigung, man kann sehr gut damit brushen und Verläufe reinmachen. Deswegen versuche ich gerne mit dem Transparenten dieses Monochrome malen. Und da, wenn man mit Transparenten eben ganz oft über dieselbe Stelle wird, dann werden die nochmal richtig schön dunkel und intensiv, aber gegenüber kann man natürlich schöne Verläufe reinbringen. Also mit den Transparenten kann man eigentlich sehr viel machen. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht gleich zu dunkel wird. Aber da kann man hier schön hell bleiben und da richtig schön dunkel werden. Ist irgendwie ganz cool. Aber da ist Amore gefragt, ihr Lieben. Na, Stinker. Ich habe heute mal wieder einen Stinker bei mir hier. Der furzt mir schon wieder die ganze Zeit die Hütte voll. Komm her. Sag mal Hallo, Kappa. Komm hoch. Komm hoch. Ja, komm. Ja, guck mal. Da denkt sie nur, what the fuck, lass mich in Ruhe. Ah, der ist ein feiner, ein ganz feiner. Aber schon alt, gell? Ja, ist jetzt schon ein Alter. Gell? Ja, der wird jetzt 12. Ich liebe ihn. Gell? Der geht nachher noch schnell raus. Aber erst nachher. Machen wir kurz in der Pause. So. Ja, und jetzt nicht vor die Kamera. Kannst hinten wieder auf deinen Plätzchen gehen. Ja, geh auf dein Plätzchen. Geh auf dein Plätzchen. Ja, feiner. Hier auf dem Plätzchen. Der ist so geil, der Hund. Ich liebe ihn. Er ist einfach crazy. Aber passt ganz gut zu mir. Ich habe gar kein Problem, den immer so richtig schön, schön die Kamera da verrückt. Er schlotzt mir immer das Ohr. Ich beiße ihm in die Lefze. Alles gut. Wie viel Orange haben wir noch? Ein bisschen was haben wir noch.
Katze, Katze, Katze. Oh. Darf ich gar nicht so oft sagen, das K-Wort, das ist bei uns verboten, weil er kläfft eigentlich sofort davon. Jetzt hatte ich Glück. Aber wenn der bellt, dann ist die Kleine gleich wach. Meine Tochter, die ist da drauf programmiert, zu kläffen, wenn, aufzuwachen, wenn der kläfft. Aber wird auch ganz unten traurig, mich gerade anguckt, so, hey, gib mir was zu fressen, du Schwein. Oh, wie man schön da hinten das Geraffel sieht hier. Hier muss ich mal wegpacken. Ja, jetzt fällt mir gerade wieder auf, warum ich so selten Radio höre, weil gerade nur Bullshit kommt. Da irgend so ein Debris-Dreck und furchtbar. So, wir wollen hier, weil das jetzt hier alles ganz weit vorne ist und das ja eine Platte, wollen wir nur Licht hier haben, an der Außenwand, vielleicht ein bisschen noch hier an den Stufen und natürlich hier, das möchte ich schon rausziehen. Wie das jetzt kommt und wirkt, weiß ich nicht genau. Ich ziehe das jetzt einmal nur mit dem Orange durch und wenn mir dann hier dieses Leuchten noch zu wenig ist, dann tun wir das Ganze nochmal mit Weiß hier aufhellen und rausstrahlen lassen. Und dafür habe ich mir einfach hier schön ein Stück Karton genommen. Also dieses dicke Leinwandkartonpapier von den Dagger Strokes. Und das kann ich jetzt hier perfekt anlegen. Haben wir keinen Overspray. Ist halt, das mag ich halt so mit den Magneten und so. Da funktioniert sowas immer ein bisschen geiler. Und dann passt das nämlich schon. Und das ist ganz cool. Habe ich letztens echt von jemandem geschenkt bekommen, der das Ding nicht mehr gebraucht hat, was ich irgendwie ganz cool finde. So ein Papierschneider, wo man einfach einmal kurz reinlegen kann und damit kann man solche geraden Kanten schön schneiden. Fand ich ganz cool. Boah, hier unten alles voll. Nehmen wir erstmal das Orange. Machen wir das mal so ein bisschen, gucken wir mal, wie das aussieht. Und wenn es mir nicht gefällt, dann machen wir es halt nochmal mit dem anderen. Jetzt will ich nochmal schnell gucken, wie das hier... nee, das passt, das passt, das passt. Die liebe Nachbarin guckt schon wieder rein, aber jetzt ist mir das wurscht, die kann zugucken, wie ich brushe. Unsere super realistische Treppe, wo 1000 Fehler drin sind. Ich finde sie so geil. Hier wieder schön mit Amore. Gucken wir mal, wie mir das gefällt. Das muss sagen, das sieht irgendwie schon geil aus. Ich glaube, ich lasse das Weiß weg.
Es kommt irgendwie ganz geil, finde ich. Ich weiß nicht, soll ich dieses kleine Relief hier auch noch anmalen? Oder soll ich das weglassen? Da weiß ich gar nicht. Ich habe so ein Fensterrelief gemacht, aber ob das wirklich ein Fenster ist, weiß nicht, wie das kommt. Ach, da oben, das habe ich noch vergessen. Ja, Norm sagt schon mal ja. Ziehe hier unten noch die Kante immer, die ich hier gemacht habe. Quasi eher der Sims hier so ein bisschen. Eigentlich muss ich mir angewöhnen, das mit der anderen Hand zu machen. Hier ziehe ich das noch durch, weil das Licht ja von jedem Fenster rausscheint. Dann haben wir hier unten auch nochmal einen Schein. Aber das gefällt mir mega. Das hat sich hier, sieht hier richtig geil aus. Jetzt ist die Farbe leer. Jetzt nehme ich noch mal ein kleines Bitzele. Muss ich mir natürlich wieder an die gleiche Mischung halten. Relieffenster leicht Mini-Türkis vom Skull. Coole Idee. Ah, ich habe vergessen, ich wollte ja eigentlich Türkis machen. Scheiße. Jetzt, wo du es sagst, Mist, ich wollte nur das Orange machen, den Rest Türkis, damit wir beide Farben drin haben. Ah, Käse. Hat euch völlig verballert. Das war letztes Mal der Plan. Aber dann machen wir es hier. Finde ich nochmal eine ganz nette Sache. Kommt, glaube ich, ganz gut. Ich habe ja die ganze Zeit überlegt, ob wir auch die Krypta noch irgendwie mit so einem Sepia-Ton oder so einfärben, damit das nochmal ein bisschen Futter kriegt. Aber jetzt mit den Lichtern, muss ich sagen, will ich das nicht mehr. Jetzt mache ich hier nochmal so ein bisschen noch was rauszuziehen. Also hier müsst ihr bei sowas ultra gut mit der Gun umgehen können. Das ist mega wichtig, weil das fällt sofort auf, wenn ihr hier einmal verbockt, das Ding verbockt, vor allem auf dem Synthetikpapier, könnt ihr das ja nicht einfach so mit Weiß wieder covern. Wenn wir das auf der Leinwand machen würden, könnte ich mit Weiß-Schwarz hin und her fahren, das wäre mir scheißegal. Wenn ich es da verbockt, dann würde ich einfach mit Weiß drüber, nochmal mit Schwarz und dann es nochmal korrigieren, nochmal einfärben, fertig. Hier, ist das ja nicht drin, deswegen ganz wichtig, dass wir das hier genau einmal richtig machen und dann passt das. Was so ungeil ist, ist, dass ich hier den Pfosten heute Morgen gekratzt habe auf der linken Seite, um den nochmal zu ein bisschen prägnanter zu machen und da ist jetzt die Farbe überall reingelaufen. Ich zeige es euch nachher gleich nochmal nah. Aber da ist es jetzt schön reingelaufen, weil wir es eben die Oberfläche beschädigen beim Kratzen. Und das sind solche Sachen, die gefallen mir zum Beispiel überhaupt nicht, weil so einen Scheiß hätte man beim Kratzen einfach nicht. Wenn man das mit der Gun machen würde, wäre das einfach, ja, hätte man so eine Problematik gar nicht. Aber das ist natürlich auch Übungssache. Jetzt ziehe ich das Licht hier nochmal so ein bisschen runter, die untersten Stufen auch noch, nur so leicht, damit das nochmal so sich ein bisschen ausnebelt. Ja, das Bild ist nicht ganz perfekt, aber dafür ist es eigentlich zu, bis auf die Skull-Form, den habe ich von Pinterest, der Rest ist alles selbst designt gemacht, die Kratzer, die Farben, die Strukturen, also es ist schon irgendwie mein Bild, sehr cool. Aber Elke, meinst du auch das helle Blau hier, ne? Für das Relieffenster, damit sich das wieder spiegelt. Nehmen wir das. Da muss ich ganz sachte arbeiten und die Gun kurz sauber machen und zwar richtig, damit sich das jetzt nicht gleich unschön verfärbt. Machen wir das doch. Elke, du bist mein Sprachrohr. Wenn ich Katy Perry auf den Ohren habe. This Friday night. Do it all again. Ich hätte lieber Oops, I did it again.
Siehst du, das wäre ein besserer Spruch für Nadel gewesen. Ich weiß, jetzt habe ich was anderes geschrieben. Bei Ausrufezeichen Nadel. So. Mal einmal kurz. Butze, Butze. Uch, ganz wenig. Ich würde sagen, so Muckesäckle voll. I be back. Da brauche ich noch einen besseren Spruch. Also bei Nadel, da könnt ihr euch mal was einfallen lassen, was ihr richtig geil findet. Und dann ändern wir das mal ab. Das war jetzt für mich so das Erste. My Universe. Oh ey, Radio, furchtbar. Ich höre es manchmal ganz gerne, damit ich einfach abgelenkt bin. Und wenn ich sowas wie hier mich konzentriere, dann passt das. Aber da wird so viel Müllmusik gespielt, das ist teilweise furchtbar. So. Ich möchte ja wieder das Candy Blue, das, was wir für den Scalia benutzt haben. Ich mag die Candy-Töne, die Transparenten mit am liebsten. Ich weiß, die Createx sollen auch noch richtig geil sein. Aber die mag ich wirklich. Da. Überall kein Fokus. Das ist der Wahnsinn. Egal. So, jetzt gucken wir einmal hier mit dem Blau. Da könnt ihr mal sehen. Das habe ich natürlich sehr hell gemacht immer. Ja, das sieht man hier jetzt mit meinem Deckenflutlicht nicht so geil, aber der Blauton, der ist, man kann den echt wirklich extrem dunkel ziehen oder extrem hell, wenn man damit sachte umgeht. Wie gesagt, das ist hier nur der eine Ton in dem ganzen Skull. Kann man einiges mitmachen. So, ich färbe den jetzt, das Relief färbe ich jetzt ganz blau ein und dann noch den Rand ein bisschen. Ganz sachte. Oh, das sagt meine Frau auch. Nehme euch mal ganz nah ran, damit ich es auf jeden Fall auch verhaue. Das ist. Kann man mal schnell schauen, ja. Habe ich hier wirklich ganz sachte und den Rand noch ein bisschen stärker gemacht. Was höre ich da im Radio? Der Will Smith hat irgendwie irgendeinem anderen Promi einiges smackt oder wie? Eine Backpfeife gegeben. Nice. Also das muss ich mir später mal angucken. Ich bin völlig uninformiert. Das ist wahrscheinlich schon seit Wochen alt. Nice. Also ein bisschen was mache ich noch, damit es nicht ganz so... Ja, voll eine geklatscht. Das war halt mal kein Beifall, ha? Huh? Ich finde, mir gefällt mein Skull. Mir gefällt mein Bild ganz gut. Hier haben wir die ganzen hässlichen Kanten weg. Ich bin mal gespannt. Der Hardy hat ja schon mich heute gefragt, wie das mit dem Synthetikpapier ist und mit Firnis. Und...
Ihr seht jetzt hier, wie das spiegelt. Seht ihr das? Also durchs Deckenlicht haben wir ja immer hier ein konstantes Licht, aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann das schnell sehr hässlich aussehen, vor allem von der Seite, weil es dann so, ja, man sieht dann vor allem alle Kanten und so. Da hat er mich schon heute gefragt, der Hardy, so, ja, kann man das mit Firnis behandeln? Und das weiß ich nicht. Also mir hat jemand gesagt, das sei möglich mit dem Firnis, ganz normal. Und ich werde das nicht an dem ausprobieren, aber an einem anderen Stück Papier. Weil ich habe keinen Bock auf den letzten Meter, das ganze Bild zu verhunzen. Ich würde das schon noch gern versiegeln, auch allein nur fürs Ranrempeln oder so. Und da habe ich hier eben mein Universal. Oh, ist das hier. So. Mal kurz hier die Kamera ein bisschen. Ich habe hier mein... Sieht man das ein bisschen? Ja, ich habe hier mein super Seidenmatt Universalfirnis von der Schminke. Den finde ich voll geil. Den haue ich überall mal drauf, wie so bekloppt. Und da bin ich mal gespannt, ob das nachher hier funktioniert. Ey, das wäre schon ganz geil. Aber wie gesagt, das werde ich nicht an dem ausprobieren. Wenn, dann nehme ich mir dafür, wenn es der Hardy nicht vor mir schon gemacht hat, werde ich dafür hier den, werde ich es lieber beim Goblin probieren und den so lange auf die Seite stellen. Stimmt, da habe ich gar nicht drauf geguckt. Nicht, weil ich in den, nicht, da ich das nicht dingen, sondern ich es vergessen habe tatsächlich. Vor lauter. Stimmt, da war noch was. Ja, genau, Markus. Hey, was schwarzes X. Jetzt verdammt, Markus, jetzt habe ich deine Story davon gar nicht mitbekommen. Ich wollte dich ja unbedingt noch fragen, Mensch. Was da das Problem war. Aber das erzählst du einfach nächsten Samstag oder wenn wir uns mal unter der Woche hier vielleicht mal verwischen irgendwie. Das würde mich mal echt interessieren, was da so die Problematik war. Aber ich finde, ihr seht jetzt hier oben, wie das langsam spiegelt. Ungeil. Mir gefällt das. Das kommt irgendwie nochmal cool mit dem, dass wir das hier nochmal ein bisschen aufgegriffen haben. Hier das Orange. So haben wir nochmal ein bisschen mehr Balance im Bild. Enrico, ach, mach's neu, genau. Ah, ich finde irgendwie, es sieht geil aus. Also für mich ist es eigentlich jetzt soweit fertig. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr so viel machen. Ich könnte euch mal noch hier die hässlichen Ränder zeigen und so. Das mache ich ja nachher auch noch. Ich zeige euch nachher die hässlichen Ränder und alles. Und dann schauen wir uns nachher noch die Community-Bilder an. Die will ich euch unbedingt noch zeigen. Die finde ich ganz cool, die sind auf jeden Fall sehenswert, deswegen gucken wir die uns nachher auf jeden Fall an. Ich gehe jetzt nur schnell mit dem Hund raus, weil spätestens 8 gehe ich nochmal mit dem raus. Heißt, ich gehe mit dem nochmal kurz eine kleine Runde, so 10 Minuten oder 5. Und dann sehen wir uns noch, schauen wir uns noch die Community-Bilder an. Wäre, glaube ich, ganz geil. So, besser. Ja, stimmt, du hattest ja keine Zeit, das stimmt, ja. Ja, aber das ist manchmal so. Ich hatte ja auch mal 2, 3 Samstage hintereinander keine Zeit im Discord, im Stammtisch und so. Das ist halt manchmal so. Manchmal ist man auch unterwegs und alles und das ist ja alles nicht verpflichtend, sondern wenn jemand Bock zum Quatschen hat und so, kann er das immer ganz gerne machen und das passt auch immer ganz, ganz sinnig. Ich glaube, diesen Samstag bin ich tatsächlich nicht da, wenn ich das nochmal richtig im Kopf habe. Meine Frau sagt mir sowas ja immer. Sag, Schatz, hier, da und das. Und dann höre ich 2 Sekunden und dann bin ich wieder woanders. Dann überlege ich so, wenn ich den Skull heute so und so mache. Und dann sagt sie, passt das? Dann sage ich immer, da bin ich ganz schlimm. Mittlerweile steht sie schon mal, sagt sie, Achtung, Schatz, wichtig. Und dann würde ich auch wirklich die Murmel wieder ins Rollen bringen. Es ist so geil. Da bin ich echt unverbesserlich. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt kurz die Runde mit ihm laufen. Und dann sehen wir uns ja nachher wieder, schauen wir uns auf jeden Fall noch die Bilder an. Vielleicht machen wir hier und da noch eine Kleinigkeit am Bild. Mal schauen. Und dann, ja, bis gleich. Könnt ihr euch nochmal Community-Bild angucken. Muss ich bald mal wieder erneuern hier, neue Bilder hinzufügen.
Ja, das ist Enrico. Perfekt. Kennt meine Frau auch. So, ich schreibe nicht schon wieder, weil ich ja nicht auf dem OBS bin, sondern beim Schreiben. Wann?
Da sind wir wieder nicht den Start triggern. Wir wollen ja nicht den Start triggern, oder? So, da seht ihr mal wieder hier mit deiner Putze hier. Hey, schön das Biermagnet, hier die ganzen Bilder an der Wand. Herrlich, oder? Ach, mein ganzes Karaffel da, das darf man gar nicht angucken. Da ist alles voll mit allem möglichen Zeug. Die Pillen überall. Super. Geil. Genau. Ich würde sagen, wir schauen mal gleich auf den Rechner und dann gucken wir mal eure Artworks an. Und dafür drückt der Papi folgenden Knopf. Drück das Knöpfchen. Ja, das war der falsche. Ja, hier sind wir richtig. Hier sind wir auf dem Bildschirm. Wunderbar. Und ich glaube, das letzte war ja der Norm. Den haben wir nämlich hier gesehen, schön. Und da unten haben wir nämlich schon das nächste Bild von der Jana. Jana Airbrush, die findet ihr auch bei Instagram und auf Facebook und so. Hat sehr geiles Bild gemacht. Ich finde das super. Das sieht richtig, richtig schick aus, wenn man sich das mal anguckt. Sehr schön feine Linien gebrushed auch hier. Also die gute Frau brusht, glaube ich, erst seit ein paar Monaten. Aber was ist das denn jetzt hier? Adblocker, verpiss dich. Wir haben einfach, Alter. Was ist ey, wie es mir einfach hier alles wirklich reinhaut. Hier meine Krypto-Tasche. Ey. Mein ganzes Ding. Ne, man sieht hier schöne, feine Linien. Die gute Frau hat schon eine super Gun-Control. Also die macht das, wie gesagt, noch nicht so lange. Aber sehr, sehr gut. Also ich glaube, die wird mal eine ganz, sehr schnell eine sehr gute Airbrusherin. Wenn die so weitermacht in dem Tempo, dann auf jeden Fall sehe ich das eigentlich. Wird sie das eigentlich ganz gut machen? So, ich sehe hier, Mikrofon ist an. Ja, ihr schreibt nichts, ihr seid so still. Ihr lauscht meinen Worten, aber sehr, sehr schön gemacht. Geile Farben. Die Schlange kenne ich, die ist, glaube ich, sogar aus einem Airbrush-Buch, wenn ich mich nicht recht entsinne. Das Einzige, was ich hier zu mäkeln hätte, um dann mal ein bisschen auf die Kritik zu kommen, ist dann hier oben, das sind die Striche. Die sind irgendwie, die fügen sich nicht ganz so schön in das Konzept hier ein. Hier ist es noch echt in Ordnung. Das ist der Bauch. Das ist auch in Ordnung, weil das habe ich bei meiner Schlange, die ich da gemacht habe. Also nicht meine Schlange hier, sondern meine Schlange, die ich gebrusht habe. ja, da habe ich mir das auch nochmal genau angeguckt. Und ich hatte auch schon Schlangen bei mir zu Hause. Deswegen passt das mit den Schuppen und so hier unten ganz gut. Das hier passt auch noch. Bloß hier finde ich es ein bisschen schade. Hier wirkt das sehr... ist eher schon fast wie Kiemen von einem Hai. Also hier hätte man das Muster von hier vorne einfach weiter durchziehen müssen. Einfach auch mit Schwarz hier, mit diesem leicht transparenten, einfach hier nochmal so ein bisschen. Und wenn es nur so grob die Schuppen sind oder mit dem grünen, mit transparenten Grün nochmal dunkel, dann sehe das noch geil aus. Das finde ich jetzt hier ein bisschen schade. Aber wie gesagt, das Gesamtbild ist schon der echte Hammer, vor allem für, wenn man in Relation setzt, wie lange sie das erst macht. Ja, das Auge ist wirklich der Hammer. Finde ich auch sehr gut gelungen, das wirkt richtig schön und auch was sehr, sehr cool, was sie sehr cool gemacht hat, Diana, mit dem Schwarz, mit dem verdünnten Schwarz, so wie ich das ja auch immer brush, einmal schön vorgelegt, hier das und dann gelassen und hier, wo es halt mehr Tiefe braucht beim Mund, einfach stärker durchgegangen und da kann man schon wieder mit der Farbvariante spielen und das ist wirklich super gemacht, also da nochmal richtig Respekt, das hat sie ja richtig toll gemacht, also hier echt tolle Community-Mitglieder, die tolle Sachen machen und dann hat der Hardy heute einfach mal gleich das nächste Hammerbild rausgehauen, also man sieht es glaube ich direkt, dass das die Angie ist hier oder wie war das hier, was hat er gesagt, der Hardy, jetzt kann ich ja lästern, er ist ja noch beim Arbeiten, oh, der hat Celine Dion gesagt, wo ich gefragt habe, was machst du gerade für ein Porträt, sagt er Celine Dion und dann schickt er mir das Bild, sagt, das ist aber nicht Celine Dion. Und der so, scheiße. Angelina Jolie, wie komme ich auf Celine Dion? Da habe ich mich erstmal gebogen vor Lachen. Das ist wirklich der Hammer. Aber das hat er hier gemacht auf Synthetikpapier. Er hat jetzt hier mit einem Schwarzton gearbeitet. Und da habe ich zurzeit, also wo ich das hier gesehen habe, habe ich richtig Bock bekommen, das auch mal auszuprobieren. Das werde ich vielleicht nach dem Goblin dann auch mal machen, weil der Goblin wird wahrscheinlich von der Größe her nicht so lange dauern. Oder ich werde ihn verhunzen, dann hat es sich eh relativ schnell erledigt. Aber auf das habe ich richtig viel Bock, mit einem Schwarzton, mit einem schön verdünnten Schwarz, einfach ganz viele verschiedene Ebenen reinzubringen. Und das hat er wirklich super gemacht. Die Mütze sieht sehr cool aus, auch das ganze Porträt. Also man erkennt sie sofort, finde ich. Und das ist immer das Wichtigste beim Porträt.
dass man sollte die Personen einfach gut erkennen können, dann hat man eigentlich schon nichts mehr falsch gemacht. Und das trifft hier, finde ich, ganz, ganz gut drauf zu. Richtig schön da, wo es dunkel ist, wie die Nasenlöcher, die Wimpern, das ist wirklich schön gemacht. Schöne Farbverläufe, also das hat er rundum schön gemacht. Die Haare auch ein bisschen gekratzt, er will ja das Kratzen und Radieren üben. Das macht er auch fleißig und da groovt er sich, glaube ich, auch noch rein. Aber das sieht eigentlich auch ganz vernünftig aus. Also ich muss ja sagen, ich bin jetzt ja auch noch nicht so der super Kratzboy und so. Dann ist das am Anfang gar nicht so einfach. Und das sieht schon, also das sieht wirklich generell unabhängig davon auch noch richtig, richtig geil aus. Also es hat der Hardy, der hat das geil gemacht und gleichzeitig mich gleich mal inspiriert, das auch zu machen. Weil sowas habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Rein schwarzes Bild, also mit schwarzer Farbe, ich ehrlich gesagt noch nicht einmal gerusht. Bin ich irgendwie nie wirklich drauf gekommen, aber wo ich es hier gesehen habe, habe ich mir gedacht, geil, das probiere ich aus. Das werde ich auch machen, aber das hat er wirklich geil gemacht. Und das sind so Sachen, der Hardy hat nur mit Schablonen angefangen, das müsst ihr euch mal überlegen. Der hat nur Schablonen gemacht die ganze Zeit am Anfang. Das ist sich selber ausgeschnitten und gemacht. Das war auch schon ganz krass. Aber wenn ich jetzt überlege, wie der sich weiterentwickelt hat, weil der irgendwann gesagt hat, der will weg von den scheiß Schablonen und endlich mal sein Ding machen, freier arbeiten können. Und dann habe ich mit dem hier zusammen und mit vielen anderen in der Community, haben wir da einfach uns gegenseitig geholfen und beraten und gemacht und getan. Und jetzt zu sehen, wo dieser Mann mittlerweile steht, das macht mich richtig stolz. Ohne Scheiß. Das kann ich wirklich so sagen. So, und da sind wir gleich beim nächsten Kollege. Da kann ich das eigentlich gleich mal nochmal wiederholen. Und das ist nämlich der liebe Danny. Und der haut auch, wenn ich, der hat auch angefangen, hier einen geilen Shit nach dem anderen zu machen. Und hat auch angefangen und wird immer besser. Das ist eigentlich so richtig abgefahren, irgendwie, wenn ich sehe, was ihr auf einmal so raushaut. Entschuldigung, mein Näschen ist noch ein bisschen voll. Nein, aber der Hardy, sag ich schon. Ich habe noch keinen Schluck getrunken, bin schon wieder völlig baller. Der Dani hat einen ganz coolen Stil, gefällt mir richtig gut. Also dem seine ganzen Bilder haben alles einen so einen gewissen Stilrichtung oder eher so sein Style. Ich denke mal, mit der Zeit findet man da irgendwas, was zu einem passt und so und was einem entspricht und was halt dein Stil ist. Und ich finde, das kristallisiert sich beim Dani auch immer mehr und mehr raus. Und der hat hier ein richtig cooles Bild wieder abgeliefert. Also mir gefallen dem seine Sachen auch richtig, richtig gut. Und die werden technisch gefühlt von jedem Bild zu Bild immer noch besser. Und da ist auch einfach wirklich wieder schön zu sehen, wie man sich da weiterentwickelt. Das ist richtig cool. Auch die Schrift sehr cool gemacht. Ich mag solche Schriften eigentlich. Ich glaube, die Elke weiß sofort, was das wieder für Schriften sind. Ich glaube, der Joel hat da ja auch sich die Schablonschriften raus, also Altdeutsch oder Gothic, man sagt Gothic, Gothic. Sehr, sehr cool. Die Dame finde ich auch richtig klasse gemacht. Der steht ja hier auf diese Clowns Face und ja, die hat einfach bezaubernde Augen. Das ist wirklich super. Aber ich finde auch die Hunde richtig stark. Also Fraktur. Ich habe eine Fraktur am rechten Oberschenkel. Ja, aber es ist richtig, richtig geil. Also mir gefällt das bombig. Wo ich vielleicht ein bisschen was zu mäkeln habe, ist das Weiß, gerade hier. Wenn wir hier mal ein bisschen näher rangehen. Also Respekt, das ist auch wieder irgendwelche Schränke oder so. Auch wieder ein super glatter Untergrund. Also das ist nochmal deutlich schwieriger zu brushen an alle Jungs und Mädels da draußen. Es sind die Weißsachen hier. Die fallen halt bei dem Bild jetzt auf, weil halt hier kein anderes Weiß benutzt wird. Das fällt halt einem sofort ein bisschen auf, hier und da und überall. Das ist nicht ganz, das finde ich nicht ganz so schön, aber da kann man ja noch ein bisschen dran feilen. Ja, die Ohren. Ja, ich finde die Ohren auch super. Ja, das sind Schranktüren, genau. Und das ist nochmal richtig anderer Shit. Die sind auch von der Oberfläche nicht so glatt wie jetzt andere Sachen. Also die sind halt auch noch welliger. Das macht es auch noch schwieriger glatt. Und dann auch, man sieht es hier eigentlich ganz schön, noch wellig. Das ist ziemlich schwierig. Also da auch nochmal meinen Respekt. Aber das hast du geil gemacht. Da freue ich mich immer, deine Bilder zu sehen, weil da eigentlich durchweg eigentlich nur noch geiles Zeug kommt.
Und selbst wenn es mal nicht so ist, dann ist es halt so. Man versaut halt auch mal Sachen. Da hat die Elke ja auch noch was nachgeschoben. Erstmal liken. Liken. Liker. Schauen wir uns da mal an, was die liebe Elke da noch gezaubert hat. Das sieht ja schon geil aus. Leinwand, wie ich sehe. Ja, so Schranktüren, die saugen auch wirklich null. Das ist wirklich, wenn die auch noch so vorbehandelt sind, dann sind es grauenhaft. Also da haut dir die Farbe schnell ab. Deswegen sei ja, das ist wirklich meinen Respekt. Das ist immer schwierig. Schauen wir uns mal das Mäuschen an. Und jetzt schauen wir uns noch das Bild an. Eine Maus mit einem Glas. Lalala. Wie hier so ein Fischglas. Das ist eine coole Idee, gefällt mir auf jeden Fall. Und auch die Struktur ist nicht schlecht gemacht. Halt so hier die Fellstruktur, die hast du auf der Leinwand, hast du sie natürlich mit der Gun angelegt und kannst ja nicht kratzen, radieren. Also in wenigsten Fällen, wenn die Leinwand nicht gescheit vorbehandelt ist, funktioniert das da drauf nicht. Deswegen habe ich es auch nie geübt und nie gemacht, weil ich keinen Bock habe, eine Leinwand kaputt zu machen. Und das ist schon ziemlich geil. Was mir auffällt, sind so harte Ränder wie hier und am Schwanz, da ist wahrscheinlich das Ding abmaskiert. Einmal ringsrum, würde ich fast sagen, wenn ich da richtig liege. Und das ist bei dem Fell immer problematisch, weil hier sieht man eigentlich, dass es wirklich, also hier finde ich es nicht so schön. Hier hinten geht es noch so ein bisschen, aber hier oben zum Beispiel, das sieht gar nicht schön aus, weil hier einfach so eine harte Kante ist und die hast du normalerweise nicht. Ich bin jetzt frech und gehe hier und kritisiere jetzt ein bisschen. Aber hier hätte man einfach die Haare drüber ziehen müssen und die Kante ein bisschen, oh, scheiß Kompressor, erschreckt mich doch nicht so. Um die Kante hier wieder zu brechen oder mit dem Grün nochmal ein bisschen hier reinnebeln, aber so eine Kante ist dann immer unschön. Deswegen maskiere ich persönlich nicht so gerne ab. Und das hatte ich jetzt zum Beispiel beim Skull auch ringsrum. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass dann halt so Freihandsachen immer schön aussehen, schöne Verläufe sind, aber nie 100% so gecuttet sind. Im Glas finde ich es nicht schlimm, aber hier gerade beim Fell ist es immer besonders unschön. Ja, war zu faul. Ja, mei. Manchmal fühlt man es und manchmal nicht, ist nicht so wild. Aber wie gesagt, sowas kann man halt reparieren, indem man ein bisschen rausmalt oder ein bisschen eben mit der Hintergrundfarbe wieder reingeht. Dann ist das auch noch machbar. Oder man schneidet direkt schon ein bisschen zackig, dann hast du das Problem auch nicht so, wenn du hier noch so ein bisschen zackig das geschnitten hättest. Aber wie gesagt, das würde ich an deiner Stelle nochmal nacharbeiten, hier mit Schwarz oder so nochmal ein bisschen drüber. Aber wie gesagt, hier vorne rum ist das alles nicht. Entschuldigung, ist das nicht so schlimm? Aber wenn man jetzt mal, das war jetzt mal die technische Seite, aber wenn man uns das Bild mal, ha, Gott zack, wenn wir uns das Bild mal anschauen, ich finde das wieder eine sehr coole Idee und auch eigentlich sehr gut umgesetzt und ich finde auch mal wieder schön farbige Hintergründe zu sehen. Ja, das ist wieder so dein Style und den feiere ich auch. Wie gesagt, das weißt du, mittlerweile bin ich schon so kleiner Fan von dir, weil egal was die Elke macht, das macht sie immer auf ihre Art und Weise und ich finde die Art und Weise völlig ganz geil. Und mir macht das immer Spaß und hier wird halt ein bisschen experimentiert, hier kommt immer mehr Farbe dazu, du wirst auch immer sicherer mit der Gun, das sieht man, finde ich, und das ist auch wirklich schön. Und wenn du dann den Monat mal einmal bei mir warst, dann wird es danach sowieso noch viel leichter für dich und dann passt das, glaube ich, ganz gut. Und ja, wirklich, aber sehr schön gemacht, auch hier mit der farblichen Veränderung vom Glas, ist wirklich mitgedacht, dass das ja auch anders aussieht, also durchweg auch wieder eine tolle Geschichte. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Hast du das zweimal drin? Okay, nochmal für die Größe, aber das ist hier nicht so wichtig. Aber der hier sieht nochmal anders aus. Ha, was ist denn hier passiert? Das sieht irgendwie ziemlich splattermäßig aus hier. Das ist hardcore. Hat, glaube ich, nicht ganz so funktioniert. Ich würde mal stark behaupten, das war der erste Versuch und das andere wahrscheinlich dann das zweite. Das ist wahrscheinlich auch auf Synthetikpapier, wenn ich jetzt mir die Struktur angucke. Ja, das ist wahrscheinlich Synthetikpapier. Eskalation. Ey, du bist so eine coole Socke. Die Eskalation finde ich cool, die hatte ich letztens auch mal wieder. Und ist alles easy, alles gut.
Aber ich meine, du hast es probiert, es hat nicht funktioniert. Du siehst ja, das ist hier nicht so schön. Ich glaube, dich hat dann auch die Lust verlassen wahrscheinlich irgendwann. Ist auch gar nicht schlimm, aber du hast es halt nochmal gemacht und dann auch nochmal viel, viel geiler. Also das ist, da ist man ja trotzdem irgendwo dran und das finde ich irgendwie ganz cool, dass man dann nicht hier aufgibt und es dann sein lässt. Und scheiß Kratzen. Willkommen im Club, es ist nicht meins. Ich werde es jetzt auch wieder mehr und mehr runterfahren. Mit dem Synthetikpapier habe ich jetzt mal viel rumprobiert, aber jetzt habe ich da, ich persönlich habe da jetzt momentan auch keinen Bock mehr drauf. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ja, ganz interessant. Aber bei mir war auch nicht immer alles Gold, was glänzt, wenn ich da jetzt mal so frech sein kann. Habe ich hier unter Dave's News mal meine Bilder reingehauen, die ich mal alle so gemacht habe. Da fehlt zwar auch noch ein Haufen, aber das sind halt meine ganzen Sachen, die ich mal so chronologisch gefunden habe, die ich noch hatte, habe ich da mal reingehauen. Da könnt ihr euch ja immer gerne durchschauen, wenn ihr da mal Bock drauf habt. Ich habe schon so viel gebrushed, das ist wirklich furchtbar. So viele Sachen. Aber hier auch die Jacke, die Maliana meinte. Die hebt immer noch. Da habe ich mal den Wolf drauf gemacht. Sieht eigentlich ganz cool aus, ist aber auch schon mega alt. Passe ich auch mittlerweile gar nicht mehr rein, weil ich zu fett bin. Aber, was habe ich hier, wo war das? Ja, hier, so ist jetzt, hier habe ich, wenn man sich das mal anguckt, so, bei mir selber, das habe ich mal gemacht mit meinem Bruder, so, weil er ist ja so ein Musikfreak und so. Und da habe ich auch viele Schablonen benutzt, viel rumprobiert und hier, wenn man sich das mal anguckt, ja, hier sind keine scharfen Linien mit Pinsel gemacht, die hat die gar nicht funktioniert. Also bei mir war auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Das Mic finde ich ganz cool und das Ding, das war halt so eine komplette, ja, 2017, so ein komplettes Improvisationsding. Aber wie gesagt, bei mir war auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Aber ich finde das Bild generell cool. Er hat es immer noch bei sich hängen und freut sich nach wie vor dran. Das ist ja auch das Wichtigste. Aber ich habe nur mit Goldpartikel rumgemalt. Ah, hier war bei mir völlige Eskalation. Und ja, da gibt es mehr so Zeug. Auch hier, das ist noch älter. Das, da habe ich die von Sin City gemacht hier. Das sieht furchtbar aus, aber ist wurscht. Aber das sollte die Tussi aus Sin City sein. Hier habe ich dann auch viel mit Papier gearbeitet und habe so Schablone, mir eine Schablone draus geschnitten und habe das gemacht. Und man sieht das halt hier, so harte Kanten und harte Sachen. Es sieht halt ja nicht schön aus, wenn ich es mir jetzt angucke. Dann denke ich mir, Gottes Willen, aber damals hat es gepasst und es ist immer noch ein cooles Bild und so. Aber wie gesagt, wenn ihr da mal wissen wollt, wie das bei mir so abging, dann könnt ihr das mal gerne angucken, ja, solche Geschichten und so. Also wie gesagt, ich bin da auch kein Heiliger und habe auch genauso viele schlechte Bilder wie alles andere. Aber das ist, wie gesagt, hoppala, falscher Channel. Dann passt das nämlich. So, ich switch jetzt einfach rüber wieder mit euch. Ich glaube, mehr gab es gar nicht zu sehen. Mehr gab es gar nicht zu sehen. Kleiner Luigi. Ich muss es hier über 4 Bildschirme herumschieben. Das ist hier manchmal gar nicht so einfach. So. Die Tour muss wieder hier hin. Mikrofon. Also wie gesagt, ihr macht geile Sachen. Einfach weiter üben. Ich finde es toll, euch damit begleiten zu können. Das macht mir richtig viel Freude zu sehen, wie ihr besser werdet, wie ihr euer Ding macht, wie euer Stil sich entwickelt und so. Das finde ich sehr, sehr cool. Also es macht mir sehr, sehr viel Spaß, euch dabei zuzugucken. Schon wieder hier das Mic ausgemacht. Jetzt zeige ich euch mal noch schnell den ausgefransten Rand. Das wollte ich euch noch zeigen. Das mal so zu dem Thema. Hier habe ich gekratzt, das sieht schon scheiße aus. Das sowas mag ich halt nicht. Hier hat es gut gepasst. Hier geht es noch einigermaßen. Hier am Torbogen geht alles runter, sobald ich da auch nur ein Mühe dran gehe, weil das so hauchdünn ist. Aber hier habe ich stärker gekratzt und habe da eigentlich schöne Struktur drin gehabt und nochmal eine Abgrenzung. Und hier ist mir jetzt einfach, obwohl das halt mit dem Papier abgedeckt war, ist das jetzt hier drauf gesprüht und ist direkt unterlaufen. Also richtig in die Rille reingelaufen.
Das sieht halt irgendwie scheiße aus. Ja, sieht man nicht direkt. Müssen wir schon genau gucken. Aber sowas finde ich immer unschön. Das finde ich irgendwie, muss man nicht unbedingt haben. Und dann ist das so ein bisschen semi-geil, aber was soll's. Oh, eins noch vergessen. Das Ding signiere ich jetzt noch schnell einmal und dann ist das für mich fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Oh, Scheiße mal weg. Ich muss hier gerade überlegen, welches Jahr wir haben. Ich bin wieder verballert. Ich möchte auch gar nicht mehr so viel rummachen. Ich finde es geil, es hat gepasst. Hier habe ich sehr viel rumexperimentiert. Und ich bin jetzt zufrieden und lasse es so. Und ja, ich wollte den heute noch irgendwie fertig machen, damit ich vielleicht mal morgen, wenn ich Zeit habe, weil morgen werde ich wahrscheinlich vormittags noch relativ viel Zeit haben. Und bevor ich einfach nichts mache, fange ich vielleicht den Goblin an. Den Gobli. Dann sind ja nicht so viele da, weil ihr beim Schaffen seid. Dann kann ich mehr Scheiße bauen. Und ja, irgendwie wollte ich den halt fertig machen. Ich wollte einfach gucken, mich hat es auch ein bisschen gejuckt unter den Fingern, aber ich habe ihn jetzt fertig und bin zufrieden und passt. Deswegen bin ich da eigentlich ganz froh. Und jetzt gucke ich mal nur noch mit dem Firnis, was der Hardy so sagt, weil der hat jetzt, glaube ich, schon mir gesagt, dass er, oder jetzt vorhin geschrieben per WhatsApp, dass er das Ganze auf einem Testpapier schon da liegen hat und das eben dann noch einsprüht heute Abend oder so. Und dann kann man nämlich schon morgen gucken, ob das funktioniert oder nicht. Ach, es hat auch so krasse wirklich Schneidekanten. Und also nicht Schneidekanten, sondern nur vom Vorzeichnen sind hier so viele. Also ist das Papier so gedrückt und bleibt dann so. Das finde ich immer ungeil. Das habe ich gemerkt beim Abmaskieren hier. Dann habe ich erstmal alle Bleistiftstriche durch die Maskierfolie gesehen. Das gibt's halt auf der Leinwand nicht. Da kann ich so viel rummalen, wie ich will. Das skizziere ich halt vor und passt. Und dann danach, wenn ich das Bild mal quer halte, dann ist alles easy. Wenn ich jetzt hier quer gucke, dann siehst du wirklich jeden einzelnen Bleistiftstrich. Und das finde ich unschön. Vor allem, wenn man dann mal ein bisschen seitlich auf das Bild guckt, sieht das nicht mehr so geil aus. Das sind so Sachen, die kenne ich. Also dadurch, dass ich nicht auf Synthetikpapier arbeite, bin ich mir solcher Sachen gar nicht bewusst und sehe das halt jetzt im Nachhinein erst. Aber ja, das ist halt, man sieht halt wirklich hier wirklich jeden Rand, den ich gemalt habe, auch Sachen, wo ich dann halt weggelassen habe oder dazu gemalt habe, da fällt das halt auf. Wenn man vor allem von der Seite drauf guckt, dann ist das irgendwie ungeil. Das sind immer so Sachen, die geben dem Synthetikpapier bei mir jetzt nicht gerade Pluspunkte, wenn ich mal ehrlich bin. Und könnte schöner sein. Aber generell, mir gefällt das Bild sehr gut. Ich finde den Schatten ganz, das Licht ganz geil hier oben. Das Türkise finde ich nochmal ganz cool. Eigentlich wollte ich noch mehr hier und da noch was rein. Aber ehrlich gesagt habe ich da gar keinen Bock mehr drauf, jetzt noch dran rumzufingern. Sondern bin zufrieden, dass der Skull drauf geblieben ist, nachdem wir den demaskiert haben. Da habe ich nochmal richtig Schiss gehabt, dass das jetzt gleich in die Hose geht. Ja, dafür habe ich dann doch schon relativ viel Zeit rein investiert und das wäre mega bitter gewesen, wenn das wirklich abgegangen wäre im großen Stil. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, aber da war die Verbindung schlecht, dass man hier, wenn man hier über die Zähne fährt, hier ist es kurz davor gewesen abzureißen. Das war wirklich richtig hart. Also es fühlt sich jetzt eben so flaumig an, deswegen habe ich gesagt, es fühlt sich an wie so mein Sack, wenn ich ihn gerade frisch rasiert habe. Richtig schön flaumig und weich. Und das ist halt schon richtig kaputt und das ist alles so an dieses Synthetikpapier, fühlt sich einfach so kaputt an, wenn man das eben so mit den Techniken bearbeitet. Deswegen, ja, bin ich da irgendwie noch nicht so, werde ich damit noch nicht so wirklich warm. Ihr seht jetzt in den Augen oben, wie das spiegelt und das habe ich halt alles mit der Leinwand und so nicht. Muss ich mal gucken mit Firnis, ob man das noch versiegeln kann oder so. Damit das auch nicht mehr so empfindlich ist, weil wenn ich jetzt irgendwie hinkomme, dann ist das sowieso gleich kaputt. Ich gucke jetzt einmal schnell, ob das funktioniert. Wenigstens hat das funktioniert. Unter meinen Magnet einfach noch so ein Stück Zewa legen, damit das eben nicht die Oberfläche kaputt macht, weil die Magneten ziemlich stark haften. Ja, hier oben ist schon ein bisschen kaputt.
Ja, das ist halt, ja, könnte geiler sein. Aber wie gesagt, ich finde es nicht schlecht. Oh, jetzt haben wir schon fast halb 20:30 Uhr. Das passt auch gut. Heute wollte ich den Skull fertig machen. Haben wir geschafft. Finde ich cool. Und das war's. Wie gesagt, die Tage werde ich sicher noch online gehen mit dem Green Goblin. Mit diesem Kollege hier. Damit ihr den nochmal seht. Ah, jetzt sieht man den mal richtig gut. Ja, der hatte ich irgendwie Bock drauf, den monochrom zu machen mit dem grün-gelb transparent. Brauchen wir dann ein Rot, Magenta, Rot-Violett als Komplementärton. Da werden wir ein bisschen dran schaffen. Habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Ja, ich bin zufrieden. Ha, Bild ist fertig. Juhu, wieder mal ein bisschen was ausprobiert. Ziemlich geil gelaufen, aber passt. Ergebnis kann sich, glaube ich, trotzdem sehen lassen. Deswegen euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Danke, dass ihr überhaupt reingeschaut habt. Waren ja doch wieder 10 Leute da. Super. Und dann würde ich sagen, bis die Tage oder bis auf jeden Fall bis Freitag. 19 Uhr soll passen. Da werde ich definitiv wieder live sein. Live ist live. Und in dem Sinne, reingehauen, viel Spaß. Und wieder schauen. Auch dir danke, Elke, einen schönen Abend. Euch auch einen schönen. Macht's noch gut. Kommt gut durch die Woche. Hey, ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Wochenstart. Hoffentlich läuft da alles sauber und dann sind wir ja alle zufrieden. Können ja keine Masken mehr tragen. Ah, geil. So, dann, ciao.